verdammte Dreckstraße. Ich hab dich auch lieb, Spiel. Ich hab sowas schon gewusst. Ich wusste es einfach, es musste so kommen. Wir können rüber. Weil wir gerade die TV-Ansicht haben, habe ich richtig gut gesehen, dass da keiner raufgefahren kam. Deswegen bei dem Tempo, das war safe. Du. Chrono Trigger läuft gerade übrigens. Ist ja auch ein Let's Play, das wir machen wollten, ne, Chrono? Oder du, glaube ich. War doch ein Game Boy Advance-Spiel, oder? Chrono Trigger? So ein Spiel mit Welten, also mit Story und so? War doch auf der Liste, oder? Ich glaube, das war für ein Super Nintendo, oder? Ja, da müsste es aber auch auf der Liste sein. Alter, hab ich immer die Ausfahrt hier verpasse, ne? Also, was heißt verpasse? Ich den checke, zu spät checke. Ja, generell, ich keine Ahnung, also Mario Kart müssen wir noch machen. Und dann wäre ja mal so das ein oder andere an der Zeit, so von mir und von dir. Ist halt auch leichter aufzunehmen, solche Spiele, wie ich finde. Und wir können ja gucken, was davon im Koop geht und so, ne? Wollten ja so noch diese Nintendo überprüfen. Und ein schönes Bildchen, für die, die es sehen, bitteschön. Ja. So, wir müssen, geradeaus weiter, deswegen lassen wir die Madame überholen. Aus Sicherheitsgründen bin ich schon mal die Spur gewechselt. Oh Gott. Ich bin so gut, ich juke gerade das Spiel auf aller Linie. Also volle Linie hier. Ist für mich juken mit seinen Ausfahrten, aber ich hab's im Griff, Leute. Ich hab's jetzt im Griff. Nicht, Leute. Da vorne schon wieder, seht ihr's? Aber wir müssen trotzdem ab und zu mal nach rechts wechseln, weil wir langsam sind. Wobei 119 Kilometer langsam, ja. Langsamer als der hier auf jeden Fall. So. Schicker Sportwagen. Fernlicht aus. Und wieder rüber. Weil es viel Spaß macht. Generell, ich meine, XCOM hast du jetzt fast durch. Mario Kart Super Circuit hast du noch nicht angefangen. Okay, so genauso wie ich Mario Kart DS. Also ich habe es angefangen, aber noch wurde daraus nichts. Pokémon ist jetzt ziemlich frustrierend für mich, weil ich eigentlich will, dass da keine lange Pause entsteht. Aber gut, mit Super Circuit hatte ich ja auch Probleme mit dem Aufnehmen gehabt. Genau, das auch noch. Was war eigentlich das Problem? Also, OBS irgendwie Macken gemacht? Soundfail? Grafikfail? Ja, da ist der Encoder nicht mehr nachgekommen und ich hatte im Spiel selbst dann auch nochmal Soundlags drin gehabt. Oh, ist es zu schnell? Und. Was ist ein Game Boy Advance Spiel? Das solltest du doch eigentlich locker zum Laufen kriegen. Hast du vielleicht so kompliziert aufgenommen? Vermutlich. Ich habe das zum Schluss von 60, die Aufnahme von 60 auf 30 Frames jetzt runtergestellt. Ja, reicht ja auch für ein Game Boy Advance. Ja, reicht ja auch für ein Game Boy Advance Spiel. Brauchst du keine 60 Frames? Der Game Boy Advance funktioniert ja mit 60 FPS. Ja, aber das ist. Ja, klar, es sieht dann schöner aus. Das kann man nicht bestreiten. Aber es ist. Du kennst uns. Es geht darum, dass du Spielspaß hast und du sollst nicht mit Lex oder whatever spielen. Ja. Das Soundproblem war auch irgendwie vom Emulator verursacht. Da habe ich mir. Beziehungsweise musste ich mir irgendwie einen neuen. Runterladen, weil ich habe alles umgestellt, was ich sonst nicht umstellen konnte und es hatte sich nichts geändert. Okay. Gut, unsere Fracht hat keinen Schaden bekommen. Ich hoffe, ihr habt das gerade alle gesehen. Wieso muss ich bitte erst in 12 Stunden schlafen? Ja. Haben die das erhöht? Ich bin auch schon die ganze Zeit am Fahren. Nächste Pause in 11:58. Wie lange darf. Hat sich da irgendwas geändert vom Gesetz her? Dass man jetzt irgendwie. Später Pause machen muss? Wir brauchen immer noch 40 Stunden, wow. Also ihr habt es ja gerade gesehen, ich musste aufpassen, der Bus hat übelst abgebremst. Und hinter ihm bin ich dann nach links geschert. Ich musste warten, wird den einen vorbeilassen. Und dasselbe Problem wie damals, ihr kennt es, wo ich mich übelst. Ja. Nee, ich habe mich jetzt nicht übelst aufgeregt, ich habe mich beschwert, weil die halt mit 160 Sachen da lang gefahren kommen. Und du quasi einscherst und die fahren hinten auf dir drauf. Was willst du machen? I don't know. Kann ja auch nichts machen. Boah. Ich krieg heute nichts gebacken, ey.
Einfach alles. Alles sagt, nimm nicht auf. Einfach alles. Es ist echt schlimm heute. Aber der hartnäckige Fuchs, ne? Fängt ihm aus. So ist das. Wir chillen jetzt mal ein bisschen. Hier, Tempomat rein, lass uns mal ein bisschen rollen mit 90. Ich meine, ist ja nicht so, dass 89 Stundenkilometer viel ist. Also wenig, das ist viel. Kann man mal ein bisschen hier die ruhige Tour angehen. Wir pacen die ganze Zeit schon hier rum. Ich meine, mich juckt es nicht. Also er hat ja nicht meine Fracht getroffen, von daher ist alles okay. Aber wenn er halt hinten meine Fracht erwischt hätte, wäre es ziemlich ärgerlich gewesen. Das schaffen die immer noch nicht zu fixen, dass die Fahrzeuge dort einfach ein bisschen zu schnell fahren. Die Sache ist ja, du bist ja als Trucker, fährst du ja nicht die ganze Zeit links. Du fährst ja rechts, damit die links überholen können. Das ist halt so. Rechts überholen ist halt verboten, laut Straßenverkehrsordnungsgesetz, also nur Deutschland. In anderen Ländern ist keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass in 90% aller Fälle das gleiche gilt. Wäre ja ein bisschen dumm, wenn das überall was anderes ist. Dann hältst du dich rechts, dann musst du halt nach links, weil da halt einfach wieder es nicht einspurig wird und nicht zweispurig. Dann lässt du den einen vorbei, du scherst ein und von hinten kommt der nächste mit 170 Sachen an und brettert dir hinten rein. Du hast gar keine Chance, so schnell zu beschleunigen als Trucker. Ich beschleunige ja nicht so schnell. So, ich will noch mal gucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, es war ein Anzeigebug. Nee, ich muss erst eine 11 Stunden pennen. Wir sind doch schon die ganze Zeit auf Tour. Krass. 11 Stunden können rein gesetzlich gesehen gar nicht sein. Was meinst du? Mit dem Schlafen jetzt? Nein, dass du erst jetzt 11 Stunden lang durchfahren darfst. Ja, das kann eigentlich überhaupt gar nicht sein. Ja, ja, ich weiß. Vor allem, weil ich ja schon die ganze Zeit fahre. Aber es steht halt dran, ne? Ja. Also von mir aus, ich hab nichts gegen. Die Verwunderung ist groß. Mhm. Hat der Scheibenwischer hier 3 Stufen? Also die ganz langsame, jetzt die, weil die scheint mir ein bisschen schneller zu sein, seht ihr das? Und dann halt diese superschnelle, die halt jeder Truck hat. Der scheint mir hier 3 Stufen zu haben, das finde ich cool. Seht ihr? Ich habe jetzt die Mittelstufe genommen. Der wischt schneller, schneller als gerade. Und der Regen ist auch jetzt nicht so stark. Also es reicht. Hier, das ist die schnelle Stufe. Pass auf. Das ist das Dauerwischen. So, jetzt ist er aus. Jetzt ist wieder die ganz langsame. Pass auf. Achtet drauf. Seht ihr das? Guck mal, wie viel Regen sich da bildet. Mal super langsam. Man merkt richtig die Pause. Und jetzt mache ich das hier. So, jetzt warten. Jetzt aufpassen. Jetzt, der wischt schneller. Achtet drauf. Seht ihr? Ja, ja, der wird schneller. Der hat quasi 3 Stufen. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Nice. Cooler Mod. Bräuchten generell alle Trucks. Weil die Stufe gefällt mir gerade. So, und den Remix, den ich meinte, auf den ihr euch freuen könnt, ist der SD-Remix. Freue ich mich drauf. Der gleich kommt, nach dem. Oh, ist das nicht schön? Schön Fernlicht. Ah, meine T-Taste fängt an zu schwitzen. Wie ich das so schön nenne. Weil mein Finger schwitzt, dann schwitzt die Taste mit. Dann merke ich immer, welche die T-Taste, also meine Tempomat-Taste ist und welche nicht. Das ist auch eine Möglichkeit, das zu machen. Genau mit den Kameras hier. Das hilft. Das ist kein Witz. Das erinnert mich auch wieder an den Schweißbonus im Super Smash Bros. Guck, jetzt drücke ich immer die Tempomat-Taste. Es geht, das ist halt so geil. Kann ja auch nichts dafür, wenn es halt geht. Wir fahren ein bisschen langsamer, weil wir langsamer fahren müssen. Ist sogar nur 70 erlaubt. So. Bam, bam, bam. Ich war 71, wenn ich jetzt hier irgendwo geblitzt werde, ne, wegen 1 Stundenkilometer, dann... Aber hat mich das Spiel lieb.
Und es will, dass ich viel zahle. Los, komm, F-Zero. Das Lied ist zu Ende. Ah, jetzt. Jetzt wird's gut. Es ist einfach F-Zero, es ist immer gut. Mute City, das ist... Es gibt keine zwei Stufen. Ich darf wieder schneller fahren. Aufpassen hier. Also was ist denn mit denen ihren Licht passiert? Haben die das irgendwie... die haben das richtig krass verstärkt, ne? Oder haben die durchgehend jetzt Fernlicht an? Die sind richtig hell. Die blenden einen das Face weg. Ich sag nur Let's Lala. Bei F-Zero Let's Lala ist so geil. Okay, warte mal. Ein Bus will den Bus überholen, oder? Sehe ich das richtig? Kollege, merkst du, dass ich dich gerade rechts überhole? So, super, du so? Übrigens hat er keine Fahrer. Schaut mal. Das ist der Geisterbus. Lol, haben sich gerade die Sitze bewegt? Lol, das sah gerade echt so aus. So, Regen hat aufgehört. Scheinwischer aus. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich will da noch geradeaus gucken. Ich hätte den echt überholen zu wollen, den vor uns. Ich muss aufhören, Alter. Ich drehe da völlig am Rad bei so Musik. Da geht's mit mir durch. So, Kollege, pass auf. Ich zeig dir jetzt mal, wie man dich rechts überholt. Obwohl, der beschleunigt ganz schön schnell. Wow. Okay, ich zeig's jetzt trotzdem mal. Komm. Und gleich gucken wir mal, wie lange wir noch schlafen müssen. Leute, ich kann nichts dafür. Der könnte ja nach rechts scheren, aber er will ja nicht. Ist das mein Problem? Ich glaube nicht. Guck mal, Fernlicht, Kollege. Kennst du sowas? Deine Fahrgäste werden es verstehen. Was für Fahrgäste? Ah ja, stimmt. Ja, die Geistergäste. Ist auch ein geiler Reim. Die Geistergäste. Es gibt nicht mehr die Fahrgäste, es gibt jetzt noch die Geistergäste. Leute, Vollgas, ne? Richtung Brasilien. Unser Ziel ist klar. Brasiliano. Bam. Los, Tempomat. Okay, jetzt war ich mir unsicher, deswegen habe ich wieder nachgeguckt. Kappa, aber verrat es keinen. Boah, die Ansicht geht gar nicht. Die muss ich eigentlich mal entfernen. Oh, oh, werden wir etwa überholt? Du willst mich doch nicht überholen. Aber wir müssen hier so runter. Ich glaube, er will mich überholen. Oh, irgendjemand spielt bei Steam. Okay, er will mich überholen. Er überholt mich sogar. Aber wir müssen hier runter, also von daher. Easy peasy. So, wir müssen mal gucken, wenn wir pennen müssen. Boah, ich hätte doch übelst Bock auf Final Fantasy 7. 8. Holy shit, habe ich Bock auf Final Fantasy 8. Aber nicht die Steam-Version, nicht die HD-Version. Ich mag die Oldschool-Version, die PlayStation 1-Version. Die ist geil. Wegen dem gewissen Flair. Also ich sehe Pixel als nichts Schlechtes an. Ich mag Pixel, weil ich mag diese HD-Remix, die es immer von Spielen gibt. Boah, die sind ja so schlecht, ne? Also versteht mich nicht falsch. Ich verstehe den Sinn darin. Man möchte das alles so schöner und feiner und glatter aussehen lassen. Aber das sieht nicht gut aus. Das sieht beschissen aus. Das sieht so glatt aus. Weißt du, Connor, du hast ja ein HD-Remake und dann hast du es halt so glatt, so perfekt. Du hast keinen Kontrast. Klar, bei den Pixeln hast du das an sich auch nicht, weil du es nicht wirklich darstellen kannst. Aber das ist egal, weil da ist es so pixelig. So, das hat halt einfach diesen Flair von damals, diesen Pixel-Flair. Aber wenn du das halt in HD-Remake umsetzt und dann kein, ich sag mal, nehmen wir bei Final Fantasy 8 zum Beispiel den Hauptcharakter, der hat eine schwarze Hose. Die ist einfach schwarz. So, die ist pur schwarz. Die hat nichts. Du siehst quasi gar nicht an, dass das eine Jeanshose ist. Jetzt so gesehen. Oder von mir ist es keine Jeanshose, dann ist es, was weiß ich, was für eine Hose. Ist das hier um Kreisverkehr? Ach, ist okay, es ist Kreisverkehr. Mit einem riesen Baum. Was, Geschwindigkeitsüberschreitung? Why? Krass. Du bist mit 70 in die 50er-Zone reingebrettert. Hab ich nicht gesehen, Mann. Kann ich doch nichts für, Mann. Wow, den Kreisverkehr so zu fahren ist auch. Ach, wir sind übrigens am Ziel, oder? Conno, wir sind am Ziel. Ja.
Erster Aufenthalt in Blablabla. Wir sind noch am Ziel. F3? 37 Stunden noch? Hier, wir sind doch in Kall Dingsbums. Ich lasse gerade rollen, weil die Ampel rot ist. Und schlafen müssen wir in 8 Stunden. Ja, easy. Oh, ich muss bremsen.